endlich! Aber ihr habt es doch mal spannend gemacht. Warum das denn? Es gibt... Ich habe keine Erklärung. Das passiert die ganze Saison bis jetzt. Das Wichtigste ist, wir haben gewonnen. Alles andere ist bei mir völlig egal. Es gibt eine Phase, immer 20 Minuten eine schwache Phase. Aber Gott sei Dank, ich weiß nur, dass Gott heute war auf unserer Seite. Niederlage hier beim HBW, vor allem erste Halbzeit. Was war da los? Das war dann das wahre Leipzig, oder? Das stimmt, da haben Sie recht. Wir haben gewusst, sage ich mal, was auf uns zukommt. Ja, man kennt es ja aus dem Fernsehen, man weiß, dass das hier eine Riesenstimmung ist. Wir haben einfach nicht dagegenhalten können. Wir haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, wie wir kämpfen können, was Leipzig auch auszeichnet. In der ersten Halbzeit sind wir einfach überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Und dann liegst du ja ganz schön mit 5 Toren hinten und es ist ganz, ganz schwer, dann wieder rauszukommen. Aber er kam noch mal ran auf 1 und dann diese heiße Endphase. Man, das spricht dafür eure Moral, keine Frage. Ja, also absolut. Ich bin stolz auf mein Team, was wir in der zweiten Halbzeit dann geleistet haben. Da haben wir gezeigt, wie wir kämpfen können, aus was vom Holz wir gemacht sind. Wir haben auch mal dagegen geprügelt und das nehmen wir einfach mit für die nächsten Spiele. Ich denke, richtig, das Wichtigste ist, dass das, die 2 Punkte auf unserem Konto sind. Wie wir das letzten Endes geschafft haben, ist morgen wahrscheinlich vergessen. Klar, haben wir eine super erste Halbzeit gespielt, kommen dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen aus dem Tritt, machen 1, 2 Fehler zu viel. Vielleicht haben wir auch in der ersten Halbzeit fast keine Fehler, darum ist es so extrem, ja, die Extremen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Trotzdem glaube ich, ist es dann wichtig, dass wir in dieser Phase auch die Konzentration hochhalten und auch wo wir nur 1 Mal weg waren, dass wir da nicht einbrechen. Und das war ganz, ganz gut von der gesamten Mannschaft und jedem Spieler, da die Ruhe zu bewahren und dann nochmal Ruhe 1 nachlegen, um dann eben mit 2+ hier rauszulaufen. Christoph Ohl, auch dir herzlichen Glückwunsch. Es war eine besondere Atmosphäre heute und ihr habt es auch richtig aufgesogen und in der ersten Halbzeit ein Feuerwerk abgebrannt. Hinten raus dann nochmal die Nerven aller strapaziert, aber im Endeffekt Sieg und gut. Dankeschön, ja, es war fantastisch hier zu spielen, es hat riesig Spaß gemacht. Die Zuschauer wussten ganz genau, um was es geht, die Mannschaft wusste, um was es geht. Das hat man von der ersten Minute an gemerkt. Sie haben uns unglaublich unterstützt heute. Wir haben gekämpft ohne Ende, hinten raus haben wir dann spielerisch sicher etwas nachgelassen, aber wir hatten uns einen großen Vorsprung erarbeitet und den haben wir dann auch über die Ziellinie gerettet. Ja, Hauptsache 2 Punkte. Ja, natürlich, wir müssen von diesem Spiel auch viel lernen, also für zukünftig. Natürlich, wir dürfen das nicht erlauben, dass nach so einem Poster von 7 Toren, dass wir wegen den letzten 5 Minuten das Spiel in Gefahr. Aber ich muss wirklich also Glückwunsch zur ganzen Mannschaft sagen und zu diesem tolle Publikum, die haben uns bis zum Ende unterstützt. Leipzig ist keine schlechte Mannschaft, die sind Aufsteiger, aber die haben diese Saison gezeigt, dass die spielen wirklich gut. Die haben ein paar gute Leute, der Kreisläufer, der Jutz aus Canova mit viel, viel Bundesliga-Erfahrung. Und wir haben dieses Spiel wirklich in Ernst genommen. Das war heute so, wie wir spielen müssen. Wir müssen viel laufen, wir müssen viel investieren und das haben wir geschafft in der ersten Halbzeit, vor allem defensiv. Und auch dann eben diese Halle war heute super. Ja, das glaube ich, das muss jetzt für heute, muss einfach so, das muss jetzt unser Standard sein, dass wir als Mannschaft so viel investieren, jeden Meter uns nicht überlegen, ist der jetzt nötig oder unnötig, sondern einfach diesen Meter gehen, ohne darüber nachzudenken, warum, für wen, für mich, für jemand anders, scheißegal, sondern einfach zu gehen. Einfach zu gehen und diesen Meter zu machen und mit Überzeugung zu machen. Und wenn wir das hinkriegen, glaube ich, dann legen wir eine Basis für erfolgreichen Handballsport in Balingen.